Im Augsburger Dom fand am Donnerstagnachmittag das Requiem für Prälat Konrad Hölzel statt. An der Trauerfeier nahmen neben den Angehörigen, den Weihbischöfen und dem Domkapitel auch viele Priesterkollegen teil. In seiner Predigt ließ Bischof Bertram Mayer verschiedene Stationen des Lebens und Wirkens von Prälat Hölzel Revue passieren. Danke, lieber Konrad, für die innere Ruhe und Freude, die aus dir strahlte, auch wenn dir nicht immer zum Lachen zumute war. Ja, wirklich, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Konrad, du hast nicht nur eine Seele, die unsterblich ist über den Tod hinaus. Du warst eine Seele von Mensch. So konntest du die dir anvertrauten Gemeinden beseelen. Du warst die Seele der Gemeinschaft. Konrad Hölzel wurde 1940 in Augsburg geboren und im Jahr 1967 zum Priester geweiht. Er starb am 10. November im Alter von 81 Jahren und wurde in der Grablege des Domkapitels beigesetzt.